Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Es war ja in letzter Zeit sehr ruhig auf meinem Kanal und die Ursache für diese Stille war einfach meine Lesemuffeligkeit. Ich nenne es ganz bewusst Lesemuffeligkeit und nicht Leseflaute, einfach aus der Tatsache heraus, dass ich doch die eine oder andere Seite gelesen habe oder das ein oder andere Buch dann auch. Aber eben nicht so viel wie sonst. Ich kann gar nicht so richtig sagen, woher das kam, aber eine Ursache war einfach, dass ich durch das große C ja so ein Stück weit auch Zeit geschenkt bekommen habe zum Lesen. Und bei mir ist es oftmals der Fall, wenn ich sehr, sehr viel Zeit habe, dann habe ich meistens keine Lust zu lesen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich mache dann meistens andere Dinge oder mir sind dann in dem Moment andere Dinge wichtiger, beziehungsweise lenkt mich ab und ich greife dann auch irgendwie nicht zum Buch. Ich hoffe, ich kann das irgendwann mal im Laufe meines Lebens überwinden, dass ich, wenn ich auch viel Zeit habe, dann auch entsprechend lese. Ja, wenn ihr den einen oder anderen Tipp für dieses Phänomen in meinem Leben habt, dann gerne her damit und schreibt es doch gerne in den Kommentaren. Bevor ich mit meinen nächsten 5 gelesenen Büchern weitermache, weil ich denke, das bietet sich ganz gut an und ich mag die Videos eigentlich sehr gerne zu drehen und ich habe auch festgestellt, dass ihr auch sehr gerne diese Videos mögt und aus dem Grund werde ich jetzt einfach mit meinen nächsten 5 gelesenen Büchern weitermachen. Eins möchte ich vorneweg noch sagen, wie ihr ja seht, habe ich einfach mal versucht, einen anderen Blickwinkel oder ein anderes, einen anderen Videoblickwinkel zu mir herauszusuchen und mich mal so ein Stück weit auch in den Hintergrund zu setzen und dass ich mich quasi nicht frontal vor die Kamera setze und die Bücher noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal in den Kommentaren schreiben könntet, wie ihr diesen Blickwinkel findet, ob ihr dieses Format mögt oder ob es sich für euch besser anfühlt, wenn ich mich wieder vor die Kamera setze. Ich kann mit dieser Einstellung öfters mal Videos drehen als in meinem Lesesessel, weil durch die Corona-Zeit sind mein Partner und ich sehr oft im Homeoffice und da, wo mein Lesesessel steht, ist quasi auch so ein bisschen das kleine Büro von meinem Partner. Und aus diesem Grund kann ich jetzt in der jetzigen Zeit aktuell nicht immer so viele Videos drehen, aber mit diesem Format würde mir das, oder mit diesem Blickwinkel würde mir das quasi gelingen. Jetzt legen wir einfach mal los und ich möchte euch meine nächsten 5 gelesenen Bücher vorstellen. Ich würde vorschlagen, dass ich mit dem Buch beginne, welches ich als letztes zugeschlagen beendet habe. Und zwar handelt es sich dabei um Paul Austers Das rote Notizbuch aus dem Rowohlt Verlag. Dieses kleine Bändchen hat insgesamt 106 Seiten und war, glaube ich, mit 20 Seiten, mit 20 Euro gar nicht mal so billig. In diesem Werk versammelt Paul Auster kleine Anekdoten aus seinem Leben, Lebenssituationen, die einen witzigen Charakter, einen zufälligen Charakter, aber auch einen, ich würde sagen, mysteriösen Charakter haben. Und die Geschichten oder die Erzählungen eignen sich besonders, gelesen zu werden an einem besonders heißen Tag, wo man vielleicht nicht unbedingt bereit ist, sehr, sehr komplexe Dinge zu lesen. Mir haben die Geschichten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, weil sie zum Teil sehr, sehr witzig waren und mir das Gefühl gegeben haben, dass ich die Wärme ein Stück weit vergessen konnte, aber auch, dass ich nach Hause irgendwie gekommen bin. Ich habe nach diesem Buch gegriffen, nach einem Buch, welches ich abgebrochen habe und einfach nichts für mich war. Und deswegen hat sich das hier für mich einfach wie nach Hause kommen angefühlt. Ich mochte ja Paul Austers Buch 4321 sehr und hier hat man einfach gemerkt, dass ich die Schreibe von Paul auch sehr, sehr, wieder sehr, sehr mochte. Ich mochte es ja schon in 4321 und für mich, wie ich schon sagte, war es einfach wie nach Hause kommen. Ich habe mich sofort
in der Schreibe wohlgefühlt und auch in dem, was erzählt wurde. Ich selbst habe dieses Buch ja auch an einem sehr, sehr heißen Sommertag gelesen und ich dachte, das war die willkommene Abwechslung. Es war kein hochkomplexer Text, es war kein Text, wo man wahnsinnig lang drüber nachdenken muss beziehungsweise sich in die Geschichte einfinden musste. Deswegen ist es eigentlich das perfekte Buch für einen Sommertag. Aber das habe ich ja jetzt schon oft genug wiederholt. Was ich gerne noch sagen möchte, ist, dass das Buch sich vielleicht nicht unbedingt dafür eignet, dass man es als erstes Werk liest, was man von Paul Auster lesen könnte. Ich denke, dafür ist es sehr, sehr ungeeignet, einfach weil man sich da fragen könnte, vielleicht auch welchen Sinn dieses Buch hat oder sich fragen könnte, wenn ich meine Lebenssituation hier beschreiben würde, wen würde es interessieren, so ungefähr. Das stimmt, dem gebe ich vollkommen recht, dass wenn man Paul Auster vielleicht noch nicht gelesen hat, das völlig hinterfragen kann. Ich denke aber, wenn man Paul Auster mag, seine Geschichten mag, seine Art des Erzählens, dann kann man dieses Buch auch tatsächlich mögen. Ich mochte es sehr. Ich kann es als Sommerlektüre tatsächlich empfehlen und schaut doch einfach mal rein, wenn es euch interessiert, beziehungsweise ihr Paul Auster genauso mögt wie ich. Das nächste Buch, welches ich euch jetzt gerne vorstellen möchte, ist ein Teilnehmer meiner Challenge gewesen. Und zwar der Challenge Mein Sub versus Ein Beutel voller Bücher. Und zwar handelt es sich um den Thriller Die Zahlen der Toten von Linda Castiello. Wir begleiten hier die Ermittlerin Kate Burkholder, welche für sie einen besonderen Fall zu lösen hat. Für uns ist es quasi der erste Fall, mit dem wir bei dem wir sie begleiten dürfen, aber natürlich ist sie schon eine Weile als Polizistin im Einsatz. Dieser Fall ist für Kate Burkholder ein sehr, sehr besonderer, weil sie das eine oder andere Erlebnis mit dem sogenannten Schlechter, wie er hier genannt wird, ja auch ebenfalls aufzuweisen hat. Und so verstrickt sie sich immer weiter in den Fall und ja, ob sie ihn am Ende lösen kann oder nicht, das erfahrt ihr nur, wenn ihr es selbst lest. Das Besondere an dieser Reihe von Linda Castiello ist einfach, dass diese Bücher am Rande der Gemeinde der Amischen spielt, beziehungsweise in dem Ort in Ohio, wo Kate Burkholder arbeitet, ist quasi im Gebiet der Amischen in Ohio. Was meiner Meinung nach den Thriller ich würde nicht sagen zu etwas Besonderem macht, aber vielleicht das ein oder andere i-Tüpfchen setzen kann. Der Fall für mich war sehr, sehr spannend. Ich habe das Buch ich mochte das Buch sehr. Ich habe es sehr schnell lesen können und mir hat es gefallen, den Fall mit Kate Burkholder quasi zu bearbeiten. Und es war einfach ein tatsächlich schönes Lesevergnügen und ich finde Thriller ab und an mal wirklich sehr erfrischend zu lesen und bringe auch nochmal so ein bisschen die Spannung quasi ins Lesen hinein. Ich mochte auch den Schreibstil von Linda Castiello sehr. Er hat definitiv dazu beigetragen, dass man sich noch mehr in diesen Roman hineinversetzen kann, dass man das eine oder andere Bild in seinem Kopf erzeugen konnte und auch sie hat auch ein gutes Talent, die Spannung aufrecht zu erhalten und ich finde bei 429 Seiten ist sie das definitiv gut geklümmt. Ich für meinen Teil, wenn ihr Thriller mögt, wenn ihr Krimi-Thriller steht und auch nicht so davor vorschreckt, dass es vielleicht doch das ein oder andere Mal etwas blutig werden könnte, dann kann ich euch die Zahl der Toten sehr, sehr empfehlen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Fortsetzung. Es gibt ja schon den einen oder anderen Teil dieser Reihe, aber ich werde diese Reihe definitiv weiter verfolgen und kann sie euch mit dem ersten Band erstmal sehr ans Herz legen und euch empfehlen. Als nächstes möchte ich euch einen tollen Schmankerl vorstellen, wie ich es so gerne nenne.
Es handelt sich um ein Kinderbuch, ist aber meiner Meinung nach auch eigentlich sehr gut geeignet, von Erwachsenen zu lesen. Und zwar handelt es sich um ein Heilchen namens Bruno, meine schönste Corona-Geschichte von Emilio Noir, wenn man das dann so ausspricht, oder Noir, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall handelt es sich um ihr Synonym, aber ihren echten Namen kann ich euch leider nicht verraten, weil ich ihn einfach nicht weiß. Und zwar haben wir hier eine vierköpfige Familie, welche, ja, wie der Untertitel schon sagt, sich in ja der Isolation bzw. in der Corona-Zeit befindet und die Isolation so gut wie möglich überstehen muss. Und die Mutter ist ja allein mit ihren zwei Kindern und die Kinder hören irgendwann mal ein ja Geräusch, was sie nicht ganz so identifizieren können und denken, es ist ein kleines Heimchen. Und wie die Geschichte sich entwickelt, das ja erfahrt ihr nur, wenn ihr die Geschichte selbst lest. Ich finde es ist definitiv die Zeit wert, dieses Buch zu lesen, und ich kann es euch tatsächlich nur empfehlen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei der Autorin bedanken, die mir dieses Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte. Denn sie hat es in kompletter Eigenregie veröffentlicht, und das finde ich in der Zeit, vor allem in der großen C-Zeit, sehr, ja, sehr mutig, und bin froh, dass es dieses Buch jetzt auf dieser Welt gibt. Denn das eine oder andere Kind kann damit sicherlich und definitiv auch abgeholt werden und die Corona-Zeit vielleicht ein Stückchen versüßt werden. Ich möchte mit euch nochmal einen kurzen Blick in das Buch werfen, einfach weil es wunderbare Illustrationen hat, die immer mal wieder gespickt sind in den Text hinein und sehr, sehr süß sind und vor allen Dingen den Flair haben, jetzt sehr, sehr kinderfreundlich zu sein und dass die Kinder auch selbst ihre Fantasie spielen lassen können. Wie man sieht, ist es auch sehr gut geeignet für Kinder, die gerade erst lesen gelernt haben, weil es natürlich eine sehr große Schrift hat und auch nicht so viel Text auf einer Seite hat, was ich völlig in Ordnung finde, und auch der Zeilenabstand zwischen den einzelnen Zeilen meiner Meinung nach für Erstleser oder für etwas fortgeschrittenere Leser gut geeignet ist. Mir hat dieses Büchlein definitiv die Isolation ein wenig versüßt. Es ist natürlich als Erwachsener eine schnelle Lektüre, die man recht flott gelesen hat, aber ich finde, als Erwachsener kann man das ein oder andere Mal doch eine Kindergeschichte auch lesen und sich die Zeit etwas versüßen lassen. Wie der ein oder andere vielleicht sieht, liegen hier noch drei Bücher, und drei Bücher habe ich schon vorgestellt. Und man fragt sich jetzt, hey, sie hat doch gesagt, fünf Bücher möchte ich vorstellen. Dem ist auch so. Das nächste Buch, welches ich euch zeigen möchte, habe ich auch tatsächlich abgebrochen. Und ich bin der Meinung, man sollte auch hin und wieder mal Bücher zeigen, oder nicht nur wieder, auch generell Bücher zeigen, die man abgebrochen hat. Vielleicht kriegt man dann neuen Input, nochmal das Buch doch nochmal zu lesen, oder sagt, okay, man kriegt gehört, lass es lieber sein und sortiert es aus, oder was weiß ich was. Und ich finde es sehr, sehr erfrischend, immer auch bei anderen zu hören, wenn sie auch Bücher mal abbrechen, weil ich finde, es gehört einfach auch zum Lesen dazu, dass man Bücher abbricht. Jedenfalls muss ich das jetzt tatsächlich auch erstmal lernen, weil so viele Bücher habe ich auch noch nicht abgebrochen oder unterbrochen. Und aber trotzdem möchte ich dieses Buch euch gerne zeigen. Und zwar handelt es sich um Erich Kästners Der Gang vor die Hunde aus dem Atrium Verlag. Fabian, genau. Wir begleiten hier Fabian ein Stück weit durch sein Leben in Berlin. Und die Zeit kurz vor dem Krieg, 1933 ist es hier, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne. Und er hat so mit seinen Freunden das eine oder andere Problem, beziehungsweise auch so in seinem Leben das eine oder andere Problem, und muss Diversitäten überwinden. Ich bin nicht sehr weit gekommen. Ich glaube, ich bin bis 102 oder 103 gekommen, habe es dann abgebrochen, weil ich bin nicht so wirklich in die Geschichte hineingekommen. Ich habe nicht das Gefühl für Fabian entwickelt,
Und dann haben mir noch andere gesagt, dass es sich hier auch ein Stück weit um, naja, um bittere Satire handelt. Und Satire ist, wie ihr vielleicht in dem letzten von meinen 5 gelesenen Büchern festgestellt habt, nicht so mein Ding. Ich komme in Satire tatsächlich nicht herein. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es nicht lesen. Im Film habe ich damit kein Problem. Aber bei Büchern tatsächlich schon. Vielleicht kann ich es nicht rauslesen, die Satire, den Witz herauslesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte ich den Gang vor die Hunde einfach nicht weiterführen und er hat mich dann tatsächlich auch noch ein Stück weit noch mehr in meine Lesemuffeligkeit hineingeführt. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich eigentlich die Kästner Kinderbücher sehr, sehr mag und eigentlich auch die Schreiben von ihm und damit eigentlich auch gar kein Problem haben mit dieser trockenen Schreibart, sag ich mal, mit diesen sehr knappen Erzählungen und man muss sich so ein bisschen selber hineindenken. Damit habe ich eigentlich gar keine Probleme, aber bei diesem Buch, ich bin zu diesem Buch einfach nicht durchgedrungen. Es würde mich mal interessieren, weil ich habe von vielen gehört, dass dieses Buch ihnen wirklich sehr gut gefallen hat, dass sie Spaß daran hatten, also je nachdem, also beim Lesen, bis dass manche Dinge einfach passieren und aber wie es euch gefallen hat und ob ihr es beendet habt, ob ihr es genauso mochtet oder ob ihr, wie ich, es abgebrochen habt, weil ihr einfach nicht reingekommen seid. Ja, viel mehr kann ich euch zu diesem Buch auch nicht erzählen, weil, wie gesagt, ich habe es ja auch nur bis Seite 102, 3, 4 gelesen und das Buch hat ja dann insgesamt über 300 Seiten. Ja, da kann doch noch das eine oder andere passieren. Deswegen kann ich euch gar nicht so viel dazu sagen. Ich mochte eigentlich auch die Gestaltung von außen. Dieses schlichte Cover auch mit dem Bild hier oben fand ich sehr, sehr schön. Ja, schade, dass es nichts für mich war. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich jetzt mit dem Buch mache. Ob ich es behalte und irgendwann nochmal probiere, vielleicht zu einem besseren Zeitpunkt, wo ich vielleicht in das Buch reinkomme oder es direkt wieder abgebe. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es in Hand haben werde. Mal sehen. Die nächsten beiden Bücher, die ich jetzt noch hier liegen habe, möchte ich euch gerne zusammen vorstellen, einfach weil sie vom Inhalt auf den gleichen Text basieren. Und zwar handelt es sich um, ich nehme mal eine Tasse hier zur Seite, und zwar um Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, einmal in der normalen Romanvariante aus dem Kiwi Verlag und als Graphic Novelle von Peter Altmaier und Gabi von Borstel aus dem Splitter Verlag. Wie ihr ja wisst, ist Im Westen nichts Neues ebenfalls ein Kandidat aus der Challenge Sub versus Ein Beutel voller Bücher. Und in diesem Zuge habe ich ihn auch gelesen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesen Klassiker endlich lesen durfte und endlich meine eigene Meinung dazu bilden konnte und ich diesen Klassiker quasi von meiner Liste streichen kann. Aber erstmal zu Beginn. Ich kann mir vorstellen, dass Im Westen nichts Neues, ich weiß jetzt sogar, dass Im Westen nichts Neues natürlich ein Titel ist, den fast jeder kennt, aber gerne möchte ich nochmal kurz den Inhalt wiedergeben. Und zwar handelt es sich hier um die Erinnerung von dem Protagonisten Paul Bäumer, welcher sehr, sehr stark durch den Ersten Weltkrieg beeinflusst wird. Paul Bäumer wird nach erfolgreicher Rede seines Lehrers Soldat, beziehungsweise meldet sich freiwillig zum Dienst und muss dann natürlich entsprechend an die Front und er muss an die Front im Westen in Frankreich seinen Dienst ableisten. Er ist unter starkem Beschuss, er muss zum einen an die Front, hat zum Teil aber auch Heimurlaub oder auch einfache Arbeit hinter der Frontlinie, aber nichtsdestotrotz beeinflusst ihn vor allem die Zeit direkt vorne an der Front, wo er um sein Leben kämpft, wo er Freunde verliert, wo er Menschen sterben sieht und wo er vielleicht auch das eine oder andere von seiner Seele abgibt, bewältigen. Im Westen nichts Neues ist ein Buch, was mich sehr, sehr stark
nachdenken ließ, vor allen Dingen um die Debatte des Krieges, welchen Einfluss Krieg hat auf junge Menschen, auf junge Männer, auf die gesamte Menschheit vielleicht auch. Und wie stark die Seele verändert wird durch den Krieg. Ich finde, Erich Maria Remarque hat hier ein wahnsinniges Talent, die Seele eines Menschen wiederzuspiegeln in einem Text, wie stark sie sich verändert, was die Seele vielleicht auch ein Stück weit auch alles aushalten kann, was der Körper aushalten kann und auf so angenehme Art und Weise, wie er das schreibt, ohne dass das an sich, was erzählt wird, sehr angenehm ist. Ich kann nur sagen, ich bedauere es sehr, dass ich dieser Klassiker jetzt erst gelesen habe, dass ich jetzt erst danach gegriffen habe. Aber was ich natürlich nicht bedauere, ist, dass ich ihn ehrlich gelesen habe, weil ich finde, das ist ein Klassiker, den man eigentlich jedem in die Hand geben sollte, der vielleicht auch in der Schule gelesen werden sollte, um darüber zu reden, welchen Einfluss Krieg hat, was Krieg mit einem macht und vielleicht auch um Generationen zu zeigen, dass Krieg völlig sinnlos ist und dieser Text unterstreicht dies einfach nochmal sehr. Wie der ein oder andere ja weiß, mag ich es sehr, sehr gerne, nach dem Original vielleicht auch eine Graphic Novel zu lesen. Und das hat einfach den Grund, dass ich zum einen sehr gerne über Graphic Novels rede und auch sehr gerne Graphic Novels vorstelle und mich mit diesen beschäftigen. Aber wenn ich einen Originaltitel habe, möchte ich ihn natürlich auch gerne noch vorneweg lesen, um einfach mich so ein Stück weit auch besser in die Bilder hineinversetzen zu können und die Bilder auch auf mich wirken zu lassen. Und aus dem Grund habe ich nach Im Westen nichts Neues, nach der Graphic Novel gegriffen, welche natürlich mit 25 Euro auch nicht ganz günstig ist. Aber auf diesen, ich weiß gerade gar nicht, ich würde sagen, über 100 Seiten, sehr, sehr gelungen, Graphic Novel. Der Text, der Originaltext ist hier ein wenig gekürzt an der einen oder anderen Stelle. Da muss ich aber ehrlich sagen, das fällt einem tatsächlich nur auf, wenn man direkt vorher das Original gelesen hat oder das, den Text vorher gelesen hat. Ich will nicht immer sagen, dass es hier ist ja, glaube ich, auch das eine oder andere kurz gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Aber dennoch passt für mich alles. Aber hier ist ihn auch noch mal ein paar Stellen gekürzt. Tut aber der Geschichte meiner Meinung nach überhaupt nicht weh. Weil ich finde, dass die die Grafiken sehr, sehr gut gelungen sind. Sie sind sehr einfach gehalten, aber sehr farbbetont, was ich für meinen Teil sehr, sehr mochte. Jedes Kapitel wird durch so ein Anfangsbild eingeleitet und zieht sich dann so ein bisschen Stück weit immer durch das ganze Buch. Am Ende haben wir auch nochmal eine kleine Entstehungsgeschichte von der Graphic Novel selbst, beziehungsweise von Im Westen nichts Neues, welche Einflüsse Remarque hatte, um Westen nichts Neues zu schreiben. Finde ich sehr, sehr gelungen und ich kann sie euch tatsächlich nur empfehlen zu lesen. Aber natürlich von weg erst das Original, falls ihr es noch nicht gelesen habt, und erst danach die Graphic Novel. Für mich sind beides tatsächlich Jahreshighlights gewesen, die ich euch uneingeschränkt empfehlen kann, wenn ihr euch mit dem Thema Krieg auseinandersetzen wollt. Bücher, die die Seele ein Stück weit auch beeinflussen, auch die eigene Meinung vielleicht nochmal stärken können, was das Thema Krieg angeht, welche qualvollen Leiden man durchleben muss, damit man das überleben kann oder auch eben nicht. Und ich kann euch beides nur empfehlen, aber ich denke, da bin ich mit sehr, sehr vielen Lesern einer Meinung und ich denke, das haben auch viele von euch schon gelesen,
Wahrscheinlich nur den Originaltext, diese Graphic Novel nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt diese ist, weil die ist nämlich erst 2012 ist sie, glaube ich, erschienen. Also doch schon etwas älter, aber vielleicht kennt sie der ein oder andere noch nicht. Ich kann sie euch tatsächlich nur empfehlen. Ich hatte sehr viel Freude, also Freude in Anführungsstrichen natürlich, bei dem Entdecken der Grafiken, aber auch generell nochmal den Text zu lesen. Was ich hier ebenfalls nochmal sagen möchte, ist, dass es überhaupt den Text nicht schade ist, direkt zweimal hintereinander zu lesen. Ich finde, man entdeckt nochmal einiges Neues, einige Emotionen mehr, einige Bilder, die Remarque schafft zu schreiben und die durch die Grafiken nochmal untermalt werden. Genau, das sind zwei Bücher, die ich euch uneingeschränkt empfehlen kann. Eigentlich kann ich euch meine gelesenen Bücher tatsächlich diesmal fast nur empfehlen. Außer natürlich Erich Kästner, Der Gang vor die Hunde, weil das habe ich ja abgebrochen und nicht weiter gelesen. Ich bedauere es sehr, dass dieses Buch jetzt erstmal noch nichts für mich war. Und ich nicht so richtig reingekommen bin. Ich hätte gerne eigentlich diesen Klassiker gelesen, beziehungsweise ja, ich wurde ein Stück weit darüber geredet. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich nicht so richtig reingekommen bin. Aber Erich Kästner mag ich eigentlich sehr, bedauere es tatsächlich, dass ich euch dieses Buch jetzt nicht empfehlen kann. Mich würde wie immer am Ende interessieren, kennt ihr eins der Bücher, habt ihr eins der Bücher gelesen? Wie ist eure Meinung zu den Büchern und wie habt ihr sie empfunden? Und ansonsten war es das jetzt von mir. Vergesst mir bitte nicht noch mitzuteilen, wie ihr dieses Format jetzt hier findet, wie ihr diesen Blickwinkel auf die Bücher jetzt findet, ob ihr es schöner findet, wenn ich vor der Kamera mit dabei bin oder ob euch das hier so, dieses Format reicht. Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir dazu auch nochmal einen Kommentar hinterlassen würdet. So, ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Genießt den Regen, wollte ich gerade sagen, aber er bringt ja auch ein Stück weit Abkühlung und habt eine wunderbare Lesezeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss!